Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, was ihr bei der Planung von einer Hochtour beachten müsst. Eine solide Tourenplanung ist das A und O für eine erfolgreiche Hochtour. Die Planung setzt sich aus drei Phasen zusammen: zu Hause, vor Ort und auf Tour. Zu Hause beginne ich mit der Auswahl des möglichen Zieles. Ich sammle dazu die Fähigkeiten aller Teilnehmer und bewerte diese. Aus Gebietsführern und Landeskarten und natürlich aus dem Internet komme ich heute an eine Fülle von Informationen. Allerdings sollte man lernen, diese richtig einzuschätzen und zu filtern. Eine ordentliche Tourenplanung bezieht folgende Dinge mit ein: Wegführung, Ausweichrouten und Notabstiege, Wetter- und Tourenverhältnisse, Material- und Absicherung, Umkehrpunkte, Gefahrenstellen und Zeitmanagement. Vor Ort aktualisiere ich den Plan ständig. Aufmerksamkeit und nüchterne Wahrnehmung sind zu jeder Zeit unabdingbar. Sprich mit Bergführern und Hüttenwirten. Sie können dir oft wertvolle Informationen über aktuelle Verhältnisse geben. Eine lockere Tourenbesprechung am Vorabend bringt alle im Team auf den aktuellen Stand und fixiert den Plan. Man sollte sich an dieser Stelle auch nicht scheuen, noch einmal die jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen Teammitglieder anzusprechen und in die Planung mit einzubeziehen. Auf Tour wird der Plan dann Schritt für Schritt abgearbeitet. Sobald hier eine Schieflage entsteht, zum Beispiel weil die Verhältnisse anders sind als erwartet, das Zeitmanagement nicht mehr passt oder sich das Wetter ändert, muss ich reagieren. Die meisten Unfälle passieren durch eine Aneinanderreihung von offensichtlichen, ungünstigen Faktoren. Überprüfe den Plan ständig und passe ihn dementsprechend an. Eine offene Kommunikation im Team und das Einbinden in Entscheidungen ist absolut notwendig und bewahrt vor Konflikten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.